Oh, ein riesiges Mario-Ding. Hier kann ich auch Geld sammeln und sowas. Eine auf jeden Fall coole Aktion. Was ist das? Ach, damit kann ich hochspringen. Okay, das ist cool, denke ich. Ich glaube, ich will hier drauf landen. Und jetzt... Wow, das bringt schon ein Leben. Oder auch nicht, weil es einfach in den Abgrund fliegt. Gut, da rein, auf den Goomba am besten. Okay, Moment. Muss ich irgendwie was mit dem da machen? Ich habe keine Ahnung. Ich folge einfach der Münzspur, die hat immer recht. Jo. Jo, dann hier lang. Warte, nichts vergessen. Cool, ich habe alles bekommen. Und jetzt? Das war's. Passiert gar nichts. So. Was ist mit diesem roten Kreis? Hä? Doch. Was? Ey, ich war doch schon 10-mal da durch. Okay, hoffentlich bringt er keine Sternmünze ein. Oh. Ja, ich habe nicht das richtige Power-Up dafür, leider. Oder? Ich bräuchte... das ist jetzt blöd. Ich habe auch noch keine Münze gefunden. Ich bin... Oh, noch so ein Ding. Da ist eine. Ich bin dennoch skeptisch. Oh. Ey, das ist aber schwer, glaube ich. Kann das? Oh, oh, oh. Oh, Mann. Ey, Mann, ich schaff das gar nicht. Ah. Nein, ich hatte sie fast. Ich drücke mal noch ein bisschen zu früh auf Hochspringen. So, was? Das war die... Ich wusste es. Die erste... Vergiss die erste. Die erste Münze, die darf ich nicht. Hier ist... Warte, war es die dritte oder war es ein normales Geld? Keine Ahnung. Ach, noch so ein Ding. Ey, ich brauche eine Feder. Oh, es war ein Stern. Auch irgendwoher eine Feder, aber ohne kriege ich ja gar nichts zustande. Oh, jetzt haben wir so ein bisschen Nostalgiefaktor. Das ist natürlich nett. Das Level. Oh, dafür gibt es auch noch ein Leben. Cool. Sogar so eine auf alt gemachte Melodie. Stark. Nur leider habe ich diesmal zwei Münzen nicht bekommen. Weil ich keine Feder habe. Kein Blatt, meine ich. Ach, Mann. Okay, nächstes Level. Vielleicht kriege ich ja diesmal die Sternmünzen, wer weiß. Gut, los geht's. Ja? Ach, die immer wenn ich springe. Okay, hab das System schon raus. Also ich, heißt, hier falle ich zum Beispiel runter. Dann muss ich so machen und so und dann bin ich drauf. Gut, das kann natürlich auch zu Denkfehlern führen. Sowas ähnliches hatten wir auch in Mario Galaxy, nur das war nicht der normale Sprung. Sondern... der Drehsprung. Und das Spiel hat ja gar keinen Drehsprung. Gut, ah. Das Dingen. Das Dingen. Eine Bowser-Box. Was? Spring ich mal drauf. Okay, draufspringen bringt mir gar nichts. Dann nicht. Die Bowser-Box darf existieren. Okay, da ist ein Block. Gut. 3D. Hey, das sieht ein bisschen aus wie Mario RPG vom Stil her. Wow, was? Ey, das weiß ich doch gar nicht vorher, Mensch. Darf ich nochmal darauf? Habe ich Münze 2 verpasst? Habe ich Münze 2 verpasst? Ich habe die zweite Münze verpasst. Lass mich raten, Nummer... Oh, okay, vergiss es. Vergiss es. Ich krieg noch eine Chance, das Level von Anfang an zu spielen. Verdammt! Ach, Dreck. Moment. Was? Wie hat er das jetzt gemacht? Scheiße, nochmal von vorne. Ist natürlich frustrierend.
Wow. Wow, okay, das war irgendwie mehr Glück. Ich komme mit dem Long Jump nicht klar, also dem Ding hier, weil der macht das, also zum Beispiel ist eben auch gedrückt, hat das einmal nicht gemacht, habe mich jetzt zwar nicht umgebracht, aber ich hätte ihn schon ganz gerne gesehen. Ah, shit. Gut, noch eine Chance. Wow, ich schaffe es nicht auf diesen Block drauf. Ich habe keine Ahnung, warum. Ah, nochmal von vorne, ist ja eine nette Sache. Okay, ich versuche einfach durchzurennen. Oh, oh, das war jetzt ein Denkfehler. Genauso, wie die es gewollt haben. Wow, ey, komm schon, das ist Welt 2. Ich muss das doch irgendwie mal schaffen. Ach so, Wandsprünge zählen auch als... Mann, warum macht er das? Wandsprünge zählen auch als Sprünge, das muss ich mir merken. Warte, nicht so schnell. So, jetzt. Gib's das Power-Up. Ach Mist, schon wieder an derselben Stelle. Ah! Das gibt's doch nicht. Das ist voll schwer mit den Goombas, die da drauf sind. Wahrscheinlich ist das sogar voll einfach, nur ich stelle mich einfach wieder an wie der Letzte. Okay. Viel Leben habe ich jetzt schon hier verballert. Genug, würde ich sagen. Gut, nehmen wir das. Behalten es sogar diesmal. So. Diesmal habe ich sogar hier rauf geschafft. So, ich weiß, ich mache nochmal bei mir 3D an. Hilft mir das? Das hilft mir eigentlich in keinster Weise, hier irgendwie rauszufinden, welcher Block echt ist, welcher nicht. Okay, das hilft mir wirklich gar nicht. Das ist irgendwie mehr so Glückssache. So, jetzt ein Checkpoint wäre gut. Weil ich immer dazu verführt bin, irgendwas Blödes zu machen. Wow. Das ist echt gar kein Checkpoint irgendwo. Wie Ziel? Was? Wieso Ziel? Nein, Checkpoint. Das Level muss doch mal weitergehen. Okay, ich renne nochmal zurück. Kann nicht sein, dass ich jetzt noch die dritte Münze verpasst habe. Nur leider ist gar nicht mal einfach. Da ist sie doch. Rückwärts gehen ist gar nicht einfach. Wenn man halt nicht so viel sieht. Weil der Bildschirm mehr nach vorne ausgerichtet ist. So, jetzt bin ich aber irgendwie nicht hier drauf, aber das ist mir scheißegal. Nehmen wir einfach. So, haben alle drei. War ein schwieriges Level, fand ich auf jeden Fall. Gut. Bisschen Kohle. Mal wieder ein Level anständig geschafft. Das ist auch mal eine nette Abwechslung. Und Pilzhaus. Und dann das Luftschiff. Auf geht's. Okay, baller mich. Okay, wenn das wirklich... ich nur auf einem bin, dann wird das eigentlich nur ein kurzer Trip. Theoretisch gesehen müsste es einer sein, weil das Ding gar nicht mehr so groß ist. Aber ich bin anscheinend doch über mehrere unterwegs. Guck mal, hier mit so einem Ding ziehe ich mich schon aufs nächste drauf. Gehen wir doch mal gucken, was hier so abgeht. Achso, damit komme ich ja rüber. Ich hoffe, ich habe dann das nicht zu früh gemacht und eine Münze verpasst, aber hier kriege ich die Münze, gut. Sorgenfrei. Wow, ich wollte eigentlich nur dieses Stück Zeit einsammeln, aber hab's irgendwie nicht geschafft. Okay. So, dann hier rüber. Okay, warte, ich darf nicht zu weit nach vorne. Mit der rase ich voll in so einen Gegner rein. Okay, da ist die nächste Münze. Und da unten ist schon die dritte Münze. Okay, das ging jetzt schnell, die alle hintereinander zu sammeln. Ach, das war auch schon das ganze Level, oder was? Also jetzt muss ja jetzt noch ein Boss kommen, ne? Sonst bin ich ja enttäuscht. Aber gucken wir mal. Kein Checkpoint, kein gar nichts.
Sehr fies für ein Mario-Spiel, das nach 2010 rausgekommen ist. So besiegt man den. Gut. Ach, der macht dann die Attacke. Das ist dieser, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Also es ist auf jeden Fall keiner dieser Koopa-Kinder. Es ist dieser komische Typ, der auf den Schlössern rumgaunert. Und der funktioniert auch ähnlich wie bei Mario Bros. 3. Wobei, ey, der hat mich irgendwie erwischt. Wie hast du das gemacht, du Schwein? Jetzt mein Super-Duper-Power weg. Ich bin schon sauer auf dich. So. Ey, es geht ja doch noch weiter. Oder kommt jetzt noch eine Zielflagge oder was? Okay, es kommt Zielflagge. Kriegt immer Zeit geschenkt. Man braucht diese Zeit eigentlich gar nicht. Weil ich sie auch mehr dann, dass man mehr Bonus kriegt. Hey, die Musik ist ziemlich cool. Diese, du hast gewonnen, geh in Zielmusik, oder was das da darstellen sollte. Gut, Welt 2 haben wir abgeschlossen. Die Welten gehen wirklich schnell vorbei. Kann das? Ein bisschen zu schnell, aber es ist ja nur Welt 2. Keine Sorge. Es geht ja noch weiter. Wir haben noch nicht bestimmt ein Viertel des Spiels abgeschlossen. Das wäre echt sehr schnell. Gut, weiter geht's. Also, Mario reist ja durch die Welt. Und, oh, guck mal, noch ein Brief. Den sammle ich mal. Diesmal ist ein Bild, wie Bowser in seinem Luftschiff unterwegs ist. Und, okay, das sind echt komische Miniaturverhältnisse, weil Peach müsste und Bowser müssen auch riesengroß sein. Und die oder das Schiff wirklich winzig klein. Also gut. Welt 3. Eine Wasserwelt, kann das? Okay. Dann wollen wir mal. Oder Wüste? Okay, das ist doch eher Wüste gerade. Ach, da kommen Viecher aus dem Boden, das wusste ich nicht. Ey, ich bin das erste Mal klein. Verliere sogar meine Mütze dabei. Gott, das habe ich ja zum Glück noch hier. Rein da, in die Kanone. Okay, muss zielen. Wo will ich hin? Entweder zu diesem Leben, was auch ein Fake-Leben sein könnte. Ich gehe da trotzdem mal hin. Es ist ein Fake-Leben, aber ich werde trotzdem mal gucken und so. Hier ist ein echtes Leben, aha. Ja, und dann wieder zurück. Warte, was hat's mit den Dingern? Ah, okay, ich kann sie erschießen. Gut, dann wahrscheinlich will das Spiel von mir, dass ich mich durch dieses goldene Ding hier durchschieße. Okay, ich sehe da schon eine Münze. Wow, fuck, nein, ich bin wieder... Ah. Gut, zum Glück schenkt mir das Spiel unnötig viel Zeit, weil ich sie auch gerade in Anspruch nehme. So, 518 Sekunden, das ist mehr als dicke. So. Kann ich mich dahin schießen? Ich weiß es ja gar nicht. Probiere ich mal so etwa. Ja, boah. Ich weiß nicht, ob es der offizielle Weg ist, aber gerade so habe ich es noch geschafft. Gut. Ey, die Plattform lebt, aber ich habe sie irgendwie noch vorher getötet. Okay, hier ist nix. Was? Ach, hier kann ich hoch. Zumindest glaube ich das, weil ich seit einem Jahr Wandsprünge mache. Ach, der macht immer so lustig. Ich blockiere dir den Weg. Kann ich nicht drüber dann? Doch. Jetzt bin ich an ihm vorbei. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn töten kann. Na egal, bevor er mich zerquetscht oder sowas, lasse ich das mal lieber. Gehen wir in die Tür hier rein. Kann ich irgendwie auf ihn rauf? Sieht gerade nicht so aus, aber so geht das bestimmt. Ja. Aber leider ist das auch nicht das Wahre. Hat mir nichts gebracht. Okay, hat mir wirklich nichts gebracht. Gehen wir weiter. Wir klimmen diesen Berg oder Pyramide, was das sein soll. Wobei, da unten ist ja... Was? Ich gehe mal hier lang. Wo bin ich hier zum Beispiel? Ich meine, ich müsste wieder runter. Oder wie sieht's aus? Hier gibt's einen lebenden Block.
Okay. Kann mich nirgends hochmogeln? Doch, vielleicht? Nee, nicht wirklich. Vielleicht so ein langer Sprung und dann Wandsprung? Nee. Geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür das hier gut ist. Ich krieg ein Power-Up davon, aber ob es wirklich das gewesen sein soll, weiß ich auch nicht. Leider bin ich jetzt irgendwie dazwischen gelandet. Ungünstig. Okay, dann nochmal hoch. Ich habe nämlich trotzdem das Gefühl, dass ich Münzen verpasse. So, ich könnte hier hoch oder hier nach... Ach so, hier und dann 8 rote Münzen sammeln oder wie. Wobei viele werden es sein. Ich kenn's mit 8. Es sind jetzt 5. Gut, 3 von den Typen. Okay. Ah, der hat eine. Leider die dritte. Ich habe die zweite schon verpasst. Shit. Nein, danke. Tschüss. Ich gehe nochmal zurück. Ich probiere nochmal mein Glück. So. Suchen wir mal. Hier, nee, da war die erste Münze. Das Problem nur ist, ich falle jetzt runter. Oh, hier gibt es auch noch einiges zu entdecken. Warte, ich mal Feuerblume mit. Ach, scheiße, das war's mit der Feuerblume. Aber hier kann ja unmöglich eine zweite Münze versteckt sein, oder? Hier ist nur Geld. Oh, so ein... Oh, kann ich... Könnte ich damit durchs ganze Level laufen? Moment. Gib mir das. Aha, da haben wir sie. Wunderbar. Gut, die war wirklich nicht übel versteckt. Also man musste schon suchen gehen. Kann ich mich hier hochmogeln? Ja, das kann ich. So, und da ich jetzt diesen coolen Propeller-Dings-Block habe, kann ich mich wirklich gut durchmogeln, denn damit erreiche ich ganz einfach neue Wege. So, hier müsste ich aber durch. So, aber ist ja auch kein Problem, erst recht. Ich meine, so geht das ja mega schnell. Ey, die Musik verändert sich gar nicht mehr in normale Nicht-Wüstenmusik. Eben hat sie es noch gemacht. Was soll's, 2 Leben gekriegt. Und unser Ziel erreicht. Wunderbar. Und ich krieg noch Geld durch die Münzen. Noch ein Leben. Ich werde versorgt. Das ist schon mal auf jeden Fall sicher. Gut, jetzt haben wir ein Unterwasser-Level. Berührst du die WS-Schaltflächen auf dem Touchscreen? Und dann kannst du... Ja, okay, dann kann ich auf Welt 2 zurück. Ich weiß. Und in Welt 1 auch.